Hallo in die Runde, willkommen zu einem neuen Video und zwar den dunklen Fürsten Solo. Ihr seht im Hintergrund, der böse Lord wird mit Helden Solo gemacht. Ich hatte dazu aufgerufen, wer den mal Solo macht, mir doch mal ein Video davon zu schicken, mit welchen Bildern, wie lange es gedauert hat und vielleicht sogar ein paar bewegte Bilder. Und ich bedanke mich jetzt schon mal, ich hätte nicht gedacht, dass da so viel Resonanz ist. Deutlich mehr Resonanz als bei den lustigen und witzigen Sachen. Was sehr aufwendig ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Und hier bin ich positiv überrascht. Vielen Dank an alle, die schon geschrieben haben, dass sie in Vorbereitung sind, was machen wollen. Freut mich, wenn es einen Teil 2 gibt. Hier auf jeden Fall Teil 1. Als erstes haben wir Gaillard. Gaillard wurde von MLemmy benutzt, ist natürlich der Vorteil erstmal hier komplett voller, ne? 20 Talente gebreakt, 1798 Leben ist schon eine Menge. Das heißt, wenn er da die 600-700 draufhaut, interessiert ihn das nicht. Wenn er es schafft, ihn vorher auszulösen, kann er da ein paar Runden mit seinem Passiv auch komplett ignorieren. Und zusätzlich kann als Hexer das Mana gesenkt werden beim Gegner oder die Mana-Regeneration, besser gesagt, sodass da die Chance ist, dass er wirklich gut ist. Dementsprechend gehen wir rein in die bewegten Bilder. Man sieht, er macht das nicht häufig mit der Videobearbeitung. Ich finde es toll, dass er es trotzdem gemacht hat. Und da bitte ich dann auch darum, keine Kommentare zu machen, dass man das hätte besser machen können. Ich bedanke mich ausdrücklich, dass es gemacht hat. Er war der Erste, der es eingesendet hat. Und dann kann man das hier in sehr vielfacher Geschwindigkeit einmal durchlaufen lassen. Das hakt zwischendrin, das ist aber in dem Video, nicht an meinem Handy. Ihr seht es, da muss immer mal ein bisschen nachgeordert werden. Jetzt ist gerade mal wieder der Schild aktiv. Da ging der Auto-Hit drauf, auf 1 reduziert, super gemacht. Und dann geht es weiter. Keine Panik, das war im Video, nicht bei mir auf dem Handy. Er macht auch erst die Ads weg. Und dann jetzt ist die Steinhaut aktiv. Vollkommen egal, da geht das Gift immer noch auf 1 runter, Steinhaut aktiv. Nee, er hat das Gift sogar genutzt, das Gegengift. Ja, der eine Steinhaut aktiv, drauf, Steinhaut wieder da. Das ist ja, die Steinhaut hat ja nicht Runden basierend, so und so viele Runden, sondern die läuft ja einfach durch. Dementsprechend geht ja der nächste Schaden, der reinkommt, deswegen sind die eigentlich prädestiniert dazu. Dass man da einfach mit den Gargoyles es macht. Es ist so, dass noch jemand anders auch die Gargoyles benutzt hat. Werdet ihr sehen. Ich bin gespannt, ob man das auch mit den 4-Sterne-Gargoyles schafft. Gibt da ja natürlich jetzt den gelben 4-Sterne-Gargoyle. Da würden die Steine natürlich noch ein bisschen mehr Schaden an ihm machen. Könnte ich mir vorstellen, dass das auch funktioniert. Ich überlege gerade, welches der andere 4-Sterne-Gargoyle ist. Das fällt mir nicht ein. Auf jeden Fall sieht das hier sehr, sehr leicht aus. Ja, einmal Äxte verbraucht bis hier 50%, 2 Pfeile, 4 Gegengifte, 3 Heiltränke. Und wenn die Gegner weg sind, ist es eigentlich nur ein Runterspielen, so wie ich das sehe. Die Steinhaut ist aktiv. Pups, ein Schadenspunkt von seiner harten Attacke, nur ein Schadenspunkt. Das ist schon ein krasses Ding. Und es sieht sehr, sehr leicht aus. Also MLemmy, schon mal vielen Dank nochmal für die Einsendung und schöne Idee mit den Gargoyles, mit der Steinhaut. 2 Hits reichen ja, bis dahin hat er wieder aufgeladen. Das heißt, er wahrscheinlich mit dem sehr schnellen, wo es glaube ich nur eine Runde ist, mit dem roten, wäre das schwerer. Auf der anderen Seite, wenn man das schafft, geht er auch relativ schnell runter, weil der halt auch dann den Stack auf dem Schattenfürsten hochsetzen kann. Dementsprechend wäre das auch mal eine Maßnahme. Wenn jemand den roten hat, den sehr schnellen, wäre interessant.
Nächster, Leonidas. So wie er da ist, wie man ihn im Portal ziehen kann, ohne Wappen, ohne Limit Break. Mönch heißt, er kann dem Gift widerstehen und er klaut dem Gegner das Ziel. Das heißt, im besten Fall löst der Gegner gar nicht aus, also damit der schwarze Fürst, der dunkle Fürst. Und er haut ordentlich gelben Schaden rein, plus gelb ist die Konterfarbe zu lila. Das heißt, die Steine machen mehr Schaden. Ich bedanke mich hier einmal bei Tingle Tangle Bob. Und dann sage ich noch, dass der Kampf knapp 10 Minuten gedauert hat und wir sind in den letzten paar Minuten eingeschaltet. Das fehlende Item ist der Drachensturm. Der Drachensturm wurde am Anfang verwendet, um die Ads mit wegzuhauen. 47 pro Stein ist jetzt auch nicht viel. Ich dachte, es wäre eigentlich mehr. Ihr seht es, da sind noch relativ viele Mana-Tränke da. Hier einmal drauf, um verhindern, dass er auslöst. Wird das Mana wieder geklaut. Finde ich cool, dass es vor allen Dingen ein alter Held schafft. Ja, und dann auch relativ schwacher Fünfer. Ne? Das ist... die Idee dahinter ist wirklich gut. Hier sieht man jetzt am Ende, nimmt er dann noch mal ein paar kleine Heiltränke, glaube ich. Ja, macht er gar nicht, braucht er gar nicht, weil er sich ja heilt. Genau, einmal die 1000 für den Auto-Hit, sehr schön. Wie viel macht der Auto-Hit an ihm? 600? Oh, 400. Also es ist ärgerlich, jetzt wäre ich feige und würde den großen Mana-Trank nehmen, aus Angst, dass ich jetzt eine Kaskade lostrete. Ja, sehr gut. Da hätte ich auch gerade den Drachenschild nicht das Risiko eingegangen, dass der gereicht hätte. So, und jetzt würde ich einmal den roten Diamanten zünden. Ja. Und reinspielen, weil ich einfach weiß, dass es jetzt nochmal dauert und ich nochmal aufladen könnte. Aber sehr cool. Kaum noch Items am Ende. Das ist cool gespielt. Das ist, da hat jemand richtig Eier in der Hose gehabt. Danke, Tingle Tangle Bob, für das Video von Leonidas bis aufs letzte Item runter. Das ist schon verdammt cool. Richtig cool. 10 Minuten hat es gedauert, habe ich schon gesagt. Danke fürs Einsenden. Danach haben wir Randy Savage mit Baldur 18 Wappen. 1000 Lebenspunkte extra am Ende jeden Zuges 165% auf den zufälligen Gegner. Ich bin gespannt, wie er da die Anfangszeit überwunden hat. Gucken wir es uns an. Was fehlt denn übrigens? Die Gegengifte, die hat er wohl schon komplett verbraucht. Und der Kampf hat 8 bis 10 Minuten gedauert. Das Gift tickt halt jetzt runter. Gut, wird halt rot geghostet. Rot gespielt und dann kommen halt wieder 1000 Lebenspunkte drauf. Das ist halt schon eine ordentliche Menge, was da immer an... Oh, und er macht 224 Schaden jede Runde. Das ist natürlich nicht wenig. Ich weiß nicht, wieso vorher nicht ausgelöst. Ich glaube, ich hätte es vorher ausgelöst. Ja, das mit dem 200 plus Schaden jede Runde, das ist schon nicht schlecht. Wenn man überlegt, ich habe das ja hauptsächlich mit den Schilden gemacht, wo die Angriffe und das Gift ja schon 5 mal 7, 3500 hat er allein durchs Gift genommen, bei 10.000 Lebenspunkten plus dann nochmal die Auto-Attacks, da habe ich ja viel mit dem Schild gemacht, allein an Schaden. Das hier ist schon eine ganz andere Hausnummer.
Leonie, das ist gerade natürlich noch eine viel heftigere Nummer. Jetzt kriegt er gerade nur das Gift, kann oben direkt reinspielen. Sehr schön die Kombination gemacht, dass es mehr Schaden macht. Das ist natürlich auch ein dickes Lebenspunktepolster, ne? Einmal ausgelöst, kann er das Gift allein dadurch absorbieren, dass er da die geboosterten 1000 Lebenspunkte hat. Schönes Ding. Und auch kaum Mana benutzt. Herzlichen Glückwunsch dazu. Kann man nicht anders sagen. Last but not least haben wir dann noch Penulite oder wie auch immer man es ausspricht. Analog gilt dazu alles, was ich zu Gaillard gesagt habe. Ne? Hier natürlich auch hohe Lebenspunkte, hohe Verteidigung, gelben Schaden, an lila Zielen, Steinschaden und natürlich das Passiv. Danke an Toni bei mir aus der Gilde, der mir das geschickt hat. Ihr seht es hier natürlich auch. Das fehlende Item habe ich vergessen, tut mir leid. Ihr seht es auf jeden Fall, Mana ist da, Gegengift ist da und Lebenspunkte sind da. Und allein die Gargoyle-Steinhaut, also wenn die einmal am Laufen ist, dann ist es halt der Wahnsinn. Jetzt rechts wird geghostet, dürfte fast schon wieder voll sein, ja. Hätte ich, glaube ich, noch gar nicht ausgelöst, sondern gewartet, bis das Gift abgelaufen wäre oder die Steinhaut das Gift nicht mehr aufgefangen hätte und dann ausgelöst hat. Das ist, glaube ich, das ganze Geheimnis bei den Gargoyles. Fällt immer noch nicht der Vierer Gargoyle ein? Oder gibt es da nur einen? Der Gelbe auf jeden Fall, mit dem sollte das zu schaffen sein. Also wenn sich jemand berufen fühlt, mit dem Vierer zu machen oder natürlich auch mit anderen Vierern oder mit anderen Fünfern, ne? Da geht ja mit so wenig wie möglich, so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Das ist ja das eigentliche Ziel des vom Solo. Fünfer ist schon eine Hausmarke und dann Vierer ist die Königsdisziplin oder sogar mit Dreier. Ich bin gerade dabei. Ich müsste nur erstmal die Schilde erforschen. Ich habe jetzt alles verbraucht an Schilden, was ich hatte. Jetzt muss ich dann dafür Nahrung ausgeben. Das dauert ein bisschen, bis ich das dann erforscht habe und dann vor allen Dingen Schilde produzieren kann für Boryl. Also Dreier, das wäre schon ein gutes Ding. Das hieß aber, dass man das hier mit einem Dreier Gargoyle eigentlich auch schaffen könnte. Mit dem Vierer mit Carlo sollte eigentlich auch klappen, weil seine Steinhaut so ewig lang dauert und bis dahin ist sie wieder oben. Ich bedanke mich für alle Einsendungen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert den Kanal, wenn ihr davon mehr sehen wollt. Schreibt mir rein, was euch besonders gefallen hat. Wenn ihr Kommentare habt, mit welchen Helden man das nochmal probieren sollte. Oder wie gesagt, wenn ihr mir selbst was schreiben wollt oder schicken wollt. In der Beschreibung des Videos ist meine Line-ID einfach drunter. Gebt dem Ding einen Daumen nach oben, damit es von vielen gefunden. In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Tschüss.